Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 4 Project Origin. Ja, das nennt sich auch 4-2 Project Origin. Ja, aber ich glaube, Project Origin steht schon für den zweiten Teil. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, 4-2 Project Origin. Na egal, mehr oder weniger. Oh Gott, wieder flackerndes Licht. Nein, not again. Und ich bin hochgefahren. Wie mein Rechner am Tag. Bam. Okay, Kaffeetassen. Maschinenpistolen. Ganz normales amerikanische Schulausrüstung. Und irgendwelche Spritzen. Normal. Gut, ich wollte weiter mit einer weiteren Folge machen. Wir nähern uns immer weiter. Ja. Wie ist der denn hochgegangen? Hat sich ja jemand selbst gesprengt. Wer hat solche Büroräume mit einer Doppeltürgang? Das verstößt ja gegen jegliche Genfer Konvention. So eine Büroräume zu haben. Leerer Aufenthaltsraum. Bitte was? Du willst mit der Farsche spielen, oder? Ich hab da gerade 3 Magazine reingeballert. 3 Magazine. Egal, dann nehme ich das einfach. Abräumen. Albträume. Sehr geehrter Herr Direktor Saunders. Wir machen uns Sorgen um unseren Sohn Zack und unsere Tochter Marlene, da sie ja ausgebildete Psychiater sind, wären wir für ihren Rat sehr dankbar. Beide berichten von wiederkehrenden Albträumen, die von Gefangenschaft in dunklen Räumen, Stichen mit Nadeln und gewalttätigen Bildern geprägt sind. Zuerst dachten wir an eine gemeinsam ausgehende Streich, aber die Träume scheinen die Kinder ernsthaft zu belasten. Sie können sich ja nicht erinnern, solche Szenarien jemals im Fernsehen gesehen zu haben. Und haben natürlich auch noch nie etwas Ähnliches erlebt, sodass wir unsicher sind, woher diese Träume kommen und was man dagegen tun kann. Da wären wir uns sehr an ihrem Ratschlag. Daher wäre uns sehr an ihren Ratschlag gelegen, Dahlen und Janelle Masterson. By the way, das zeugt von Inkompetenz als Lehrer. Als Elternteil. Dieses Brief zeugt von Inkompetenz von der Eltern. Und zwar, du gehst doch verfickt doch mal nicht zur Schule mit sowas. Erstens, weil du das schulisch und alles dokumentiert wird und dementsprechend auch wie sagt man, sowas halt komplett in die Akten gehen und dementsprechend jegliche Schule, wie nennt man das, Universität oder sonst was, das weiß. Das ist erstens problematisch. Zweitens, wenn deine Kinder mit Albträumen kommen und das Einzige, was sich in deren Umfeld ändert, ist in der Schule zu sein, dann würde ich doch nicht in der Schule nachfragen. Dann würde ich mal einen Dritten nehmen. Glaub deinen Kindern doch mal. Rektor Senders, Aufforderung zur Intervention. Trotz wiederholter Ermahnung justiert Dr. Armendes noch immer in völlig unangemessenen Aufmachung auf dem Schulgelände umher. Kinder und Eltern werden sicher unangenehme Fragen stellen, wenn sie den Sportlehrer in einem Laborkittel sehen. Es sollen sofort Disziplinarmaßnahmen eingeleitet werden. Ja.
erstmal nachladen. Jetzt kann ich auch wieder zurückgehen, ne? Schnell weg hier. Der Feueralarm. Der nicht ringt. Ring, ring. Und wie komme ich hier raus? Ah, trotzdem so. Ja, die Räume, die gehen. Ja, ich werde wieder allein gelassen hier im ganzen Horrorgebäude. Und natürlich kann ich diese ganzen Horrormaßnahmen nicht umgehen, indem ich sie öffne. Auszeichnung freigeschaltet, festgenagelt. Ja, ich weiß. Alter, mit Fotos hier. Nö, ich nagel die Leute gerne fest. Laubfrosche. Paragon-Rekrutierungsprogramm, Teilprogramm Laubfrosche. Die Schüler der Laubfrosch-Testgruppe wurden mit Wirkstoffmischung PN5B oder Klammern R8 behandelt. Eine Variante der neuesten und aggressiven psychogenen Mutagene. Erwartetes Verhalten, höhere kognitive Reaktionszeit, verstärktes psychisches Bewusstsein, verbesserte psychische Kontrolle. Phase 2 Ergebnis, gemischte Ergebnisse, befriedigende Kontrolle, aber die Fähigkeit bleibt insgesamt unerhellig. Okay, man darf hier keine Fotos sich anschauen. Ich weiß, die wollen, dass ich meine Schalt, die mal schalte. Paragon Handbuch. Paragon Fitness und Trainingshandbuch von Dr. Harlan Wade, PhD. Harlan Wade? Wade ist doch auch ein Kind hier, ne? Achnam Technologie-Kooperations- Militär-Kooperationsprogramm. Vertraulich nur für den Dienstgebrauch. Alle Rechte vorbehalten. Vorworte. Die Erfahrung von Generationen lehrt uns, dass die Evolution ein wundersamer Prozess ist. Die Gebrechlichkeit und Schwäche ausmerzen und Vielfalt und Anpassungsfähigkeit fördert. Doch sie ist auch langsam und führt häufig in Sackgassen. Wer also das Potenzial des Menschen einen kürzeren Zeitraum entwickeln will, muss die Sache in die eigene Hand nehmen. Der Zweck des Paragon-Programmes ist es, herausragende Exemplare der Spezies Mensch
zu finden und zu pflegen, um sie mit Hilfe des Harbinger-Programmes zu überlegenen Lebensformen weiterzuentwickeln. Einfach gesagt, wir suchen Vorbilder der Evolution, die uns durch die Kraft ihres Körpers und die Flexibilität ihres Geistes, durch einzigartige Zielstrebigkeit und durch ihre schieren Willenskraft in eine hellere und bessere Zukunft führen können. Das hilft aber nicht, wenn du diese Person dann umbringst. And related materials were developed and supported by 32 educational experts from the Technology Corporation. Hey, also, ich glaube, man kriegt auch noch vollkommen die alle da, da durchballert. Aha, jetzt sind wir im Forschungsding. Starte rotkehlchen.exe. Ja, yeah, die .exe-Programme, ne? Was passiert, wenn jetzt da einer durchgeht? Herr Doktor, Sie haben Ihren Kaffee vergessen. Und dann landest du unten mit heißem Kaffee auf den anderen drauf. Alle tot. Warnung. Sektor 3 ist abgesperrt. Müsste es nicht eine Schutzvorrichtung geben, die da unten, Alter, da oben her, ein Stück dem Stahl, wenn du da durchballert? Jetzt kann doch jeder von oben rein, oder ist nur eine Pappspantür, Pressspantür dadurch. Die Daten sind nutzlos. Es wird nicht klappen. Es muss. Sehen Sie nicht, worum es geht? Schauen Sie sich doch mal da draußen um. Man kann sie nicht kontrollieren. Ihre Kraft wächst immer weiter. Es wird nur schlimmer. Das müssen wir riskieren. Es gibt keine Wahl. Genieve, es gibt eine Möglichkeit. Unser Forscher. Das sage ich Ihnen doch die ganze Zeit. Genau. Zerstören Sie. Geben Sie mir die verdammten Einstellungen. Gut, Mist. Nehmen Sie sie. Sie werden mir noch danken. Dann sind Sie aber tot. Haben Sie Vertrauen, Terry? Ich habe Vertrauen, dass Sie dann tot sind. Das ist Terry. Snakefist. Hier ist Snakefist. Beeilen Sie sich etwas. Die arme Camp-Typen sind fast da. Genevieve hat die Türen verriegelt. Aber sie schweißen sie durch. Ich komme nicht ins System und kann nicht helfen. Suchen Sie ein Terminal, um die Blockade aufzuheben. Das Passwort lautet, Snakefist. Eieiei. Checkliste Aufzug. Betreff den Aufzug in Sanitätsraum. In Hinweg. Vor dem geplanten Eintreffen muss die notwendige Ausrüstung vollständig bereitstehend. Komplett Verhaltensanalyse-Sitzung müssen mindestens. Digi. Ausrüstung vollständig bereitstehen. Komplette Verhaltensanalyse-Sitzungen. Verhaltensanalyse-Sitzungen müssen binnen 5 Minuten in das Labor im Klassenraum übermittelt werden können. Die Schüler müssen vor den Herunterbringen für die Tests vollständig betäubt sein. Laborassistenten sollten die Schüler durchgehend begleiten und jederzeit ein komplettes Notfallkit mit weiteren Betäubungsmitteln und einen Benzostick bereithalten. Kein Wunder, dass die Kinder durchdrehen. Rückweg. Einfache Labortests, bei denen die Schüler nicht aus der Betäubung erwachen, bevor sie nach oben gebracht werden, erfordert keine weiteren Maßnahmen. Alle Schüler, die vorzeitig in den Labor Bereich aufwachen, müssten mit dem Benzostick BZP3 oder BZP4 behandelt werden, um eine kürzere Amnesie auszulösen. Bei der Wiederankunft auf der Hauptebene sollten die Schüler geweckt werden, eine Süßigkeit erhalten und von Assistenten zur Klasse zurückbegleitet werden. Boah, Alter, ist das krank, ey. By the way, selbst wenn du kurze Amnesie hast, es geht aus dem Unterbewusstsein nicht raus. Der Körper merkt sich das im Unterbewusstsein. Ist das Max? Okay, das war so. Ah, da ist die Konsole. So meine Rüstung. Großes Boxhorn, haben Sie gerade das Zugangsterminal geknackt? Ja, voll ja, die Kavallerie ist da. Sie lief mal down. Thank you.
noch mehr da. Klassenräume. So, weiter geht's. Das wollte ich genau nicht austauschen. Sturmgewehr. Sturmgewehr voll. So, wo geht's hin? Hat sich ja gelohnt für euch. Eieieiei. War nicht so sinnvoll, wenn da noch eine Tür ist. Marienkäfer. Was ist aus den armen Kindern geworden? Heben Sie die Sperrung von Sektor 4 auf. Und ich wette, das ist auch so ein Raum, wo wir Alma sehen und am Wand so ein Bild ist vom Baum. Ey, das wirkt so krank hier, die ganzen Sachen, ne? Was haben wir denn hier? Abbruch. Archivdatenprojekt Origin. Name der Probandin Alma Wade. Wade! Alma Wade! Alter der Probandin 8 Jahre. Phase 6. Testbewertung. Siehe an ein Ziel. 2. Laborpersonal durch spontane Entzündung zerstört, die anscheinend von der Testperson erzeugt wurden. Weitere Tests sind ausgesetzt. Das Testsubjekt wurde isoliert und in künstliches Koma gelegt. Phase 7. Der Test durch Harlan Wade abgebrochen. Das Testobjekt scheint zu instabil und zu gefährlich, um fortzufahren. Harlan Wade ist... Dr. Harlan Wade war ja der... Dr. Harlan Wade ist der Person, die das alles in Leben gerufen hat, und er hat experimentiert an seiner eigenen Tochter. Ich meine, ich finde das krank. Und auf der einen Seite natürlich kann man sagen, ist natürlich... krass, ne? Immer schlimmer. Wartungstunnel. Ein großer Schlauch, was da so durchgeflossen ist. Um die extrem High Voltage. Hm. Auxiliary Power on off. Oh mein Gott, was sind das für Dinger hier? Ich weiß nicht, was da gemacht wird. Vermutlich nicht. Und das sind wieder Symbole von Alma. Genevieve hat die Zellen geöffnet, um Zeit zu gewinnen. Die Exemplare sind sehr gefährlich. Liberate. Shooten. Tame. Liberate to tame me. Tame. Exinerva. Can he see? Was steht denn hier? Liberate
To tame? Also to tame? Exinferi. Alter, ist das ein Gemix aus Latein und Englisch oder ist das jetzt wirklich alles nur, Paragon-Ergebnis. Testverfahren Stufe 4. Die Tests mit manipulierten Probanden sind vielversprechend. Die Beziehung zwischen den spezifischen genetischen Markern und der psychischen Entwicklung ist nachgewiesen. Der Beweis einer Beziehung zwischen den vorgenommenen Proteinveränderungen und der Kontrolle der psychischen Manifestationen steht noch aus. Hinweis: Auch einige nicht manipulierte Probanden weisen in der Behandlung eine verbesserte Entwicklung auf. Sie sollten auf der genetischen Level überprüft werden. Sie anhalten. Mhm. Ah, danke. Lädt wieder nicht vernünftig. Ich muss hier die Folge eh beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und man sieht dann hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder um 11. Falls ihr mich nicht angeguckt habt, schreibt gerne in die Kommentare. Bis dann. Ciao, ciao und haut rein.